Das kommende Gran Turismo 7 ist der Hoffnungsträger für anspruchsvolles Racing auf der PS5. Und es soll auch wieder ein vollwertiges Gran Turismo werden. Im Video gibt es deshalb alle offiziellen Infos und Fakten rund um das kommende Rennspektakel. Von der Karriere, Autos und Strecken über Online bis Technik. Also los geht's. Seit Jahren warten wir auf den nächsten Hauptteil der Gran Turismo-Reihe, nämlich Gran Turismo 7. Denn Gran Turismo 6 erschien ja schon 2013 auf der PS3. Auf der PS4 gab es gar keinen nummerierten Hauptteil, sondern nur, in Anführungszeichen, Gran Turismo Sport, das ja die Gran Turismo-Welt ins Online verlagert hat. Und nun ist es scheinbar so, dass Teil 7 die Stärken von Gran Turismo Sport mit den Stärken von den früheren Hauptteilen wie Gran Turismo 6 verbindet. Sprich, wir haben auf der einen Seite Online-Wettbewerbe, auf der anderen Seite einen umfangreichen Karrieremodus. Doch von vorn, Gran Turismo 7 wurde offiziell im Juni 2020 mit einem Trailer offiziell angekündigt. Allerdings ist es in der Zwischenzeit schon mal wieder verschoben worden. Es hieß zunächst, es kommt 2021, aktuell steht es mit einem Release auf 2022. Und nach aktuellem Stand kommt der siebte Teil exklusiv für PS5. Für die PS4 ist es aktuell nicht bestätigt. Jetzt geht's aber mal los mit den großen Features in Gran Turismo 7 und das erste ist natürlich die Karriere. Die Karriere ist ja ein zentrales Spielelement der gesamten Reihe. Und das Komische ist ja, dass es in Gran Turismo Sport anfangs ja komplett gefehlt hat. Denn Entwickler Polyphony Digital wollte ja Gran Turismo Sport speziell auf Online maßschneiden. Allerdings zu Lasten des Karrieremodus, der großen Kampagne. Der wurde zwar noch nachgereicht, allerdings gibt es bis heute immer noch zu wenig Inhalt. Und viele Fans wünschen sich nach wie vor die typische Gran Turismo Kampagne, eben wie in den alten Teilen. Und der kommt nun in Teil 7. Und diese Karriere sieht auch noch aus, genauso wie in Gran Turismo 4. Wenn ihr euch das nämlich anseht in den offiziellen Bildmaterial aus dem Trailer, werden wir in die sogenannte GT Town entführt. Das ist die Gran Turismo Stadt. Und hier finden sich verschiedene Aktivitäten und Events auf einer Stadtkarte. Und das sieht halt echt genauso aus wie in Gran Turismo 4. Und hier wird es dann auch wieder so sein, dass ihr mit wenig Geld eure Rennkarriere startet und Geld verdienen müsst. Und damit, durch neue Wettbewerbe und Siege, kriegt ihr eben entsprechende Preisgelder und ihr könnt euch dadurch dann eben neue und gebrauchte Wagen kaufen und mit denen wiederum an Wettbewerben teilnehmen. Und nicht nur das, ihr könnt Autos dann eben auch hochtunen. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal an mit dieser Karte. Da sind nämlich allerlei interessante Dinge zu sehen. Zum einen gibt es Autohändler unter Brand Central. Das ist ja der Menüpunkt genauso wie schon bei Gran Turismo Sport. Dort finden sich die Neuwagen. Es gibt auch Orte wie für die Fahrzeugpflege, für die Fahrschule. Es gibt einen Fotomodus, den Scapes-Modus, der ist auch wieder mit dabei. Und es gibt Tuning. Das ist vielleicht schon mal das Interessanteste in dem Ganzen. Ein Tuning so wie in den alten Teilen. Ihr könnt eure Autos tunen, beispielsweise mit einer neuen Motorsteuerung, mit einem neuen Luftfilter, einen Rennauspuff, Getriebe, Fahrwerk, Schwungscheibe, Bremsen, Reifen. Was noch nicht zu sehen ist bisher, ist, ob ihr auch die Aerodynamik tunen könnt, ob ihr Flügel anbauen könnt. Das Tuning wird in 5 Stufen kategorisiert. In Entry, City, Sports, Racing und Extreme. Das bedeutet, ihr könnt euren Wagen eben in 5 Stufen hochpushen. Was auch noch zu sehen ist im Trailer, sind die sogenannten Performance Points oder kurz PP. Diese beschreiben die Leistung eures Wagens. Das heißt, die Kombination aus PS und Gewicht. Das ist ziemlich sicher eine Beschränkung, damit ihr zugelassen werdet für bestimmte Rennen. Und zwar vielleicht nicht nur in der Kampagne, sondern vielleicht auch online. Letzten Endes bleibt natürlich auch zu hoffen, dass ihr beispielsweise normale Straßenwagen auch in echte Rennmaschinen damit verwandeln könnt, so wie auch schon in den früheren Teilen. Schauen wir mal weiter, was die Karte noch uns verrät. Beispielsweise sind auch einige Rennwettbewerbe und Meisterschaften zu erkennen. Ich denke, es wird natürlich auch Spezialevents geben, genauso auch wieder wie eine Fahrschule. Die hat man ja auch schon in früheren Teilen gesehen. Unter dem Menüpunkt GT World
finden sich verschiedene Rennwettbewerbe und Cups, beispielsweise den Sunday Cup, den Clubman, die FR Challenge oder den GT Cup. Das sind eben Cups, speziell eben für bestimmte Autotypen, für bestimmte Antriebsarten, und die kennen sicherlich viele Fans unter euch schon eben auch aus den alten Teilen. Weiter geht's in der Garage. In der Garage, die gab es ja auch schon immer und die ist auch natürlich weiterhin mit an Bord. Dort stellt ihr eure eigenen Wagen unter und dort könnt ihr auch eure Wagen vom Setup her verändern. Interessanterweise, in der Garage gibt es auch viele weitere Menüpunkte im Trailer zu sehen. Allerdings ist noch offen, was uns da überall drin erwartet für neue Features. Zurück zur Karte, da gibt es nämlich immer noch einige interessante Punkte und Orte, beispielsweise GT-Auto, also GT-Auto. Früher war dieser Menüpunkt dazu da, um euren Wagen zu waschen, für den Ölwechsel oder auch für die Lackierung oder für neue Felgen. Mal sehen, was wir in GT7 mit unserem Wagen dann anstellen können. Daneben gibt es auch noch den Menüpunkt GT-Café. Da denke ich, gibt es wahrscheinlich Sonderaufgaben, die es auch schon früher mal gegeben hat. Da gab es auch diese Kaffeepausen, wo ihr beispielsweise so kleine Missionen gemacht habt, bei denen ihr beispielsweise Hütchen umfahrt. Und wie erwähnt, gibt es Brand Central. Das ist der Neuwagenhändler mit den verschiedenen Marken. Und das ist eigentlich genauso wie in GT Sport. Und bei Autos bleiben wir gleich. Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie viele Autos in Gran Turismo 7 enthalten werden, denn es wurde noch keine offizielle Liste herausgegeben. Wir können mal kurz vermuten, in den Vorgängern gab es teilweise über 1000 Wagen. In Gran Turismo 6 gab es sogar über 1200 Wagen. Und im Trailer werden zumindest einige Wagen schon angeteasert. Beispielsweise Alfa Romeo 4C, Audi R8, Dodge Viper, Ford GT, McLaren F1 oder auch Mercedes AMG GT3. Wir sehen auch einige neue Wagen bzw. bekannte Wagen, die vorher noch nicht in GT Sport dabei waren. Beispielsweise Lamborghini Diablo, Lamborghini Murcielago, den BAC Mono, ein Track Day Wagen, und verschiedene Porsche Modelle, die wirklich, wirklich was für Kenner sind. Wir haben beispielsweise den Porsche Carrera GT, wir haben den Porsche 917K und den Porsche 911 GT1 in der Straßenversion. Und das Schöne ist ja, typisch für Gran Turismo, die ganzen Automodelle sind ja grafisch exakt nachgebildet, bis hin zur Aufhängung und zur Radmutter. Obendrein wirkt die Optik im Trailer natürlich fantastisch. Zur Technik komme ich gleich noch zu sprechen, aber vorab schon mal, was man sieht, ist, dass die Lackspiegelungen viel ausgefeilter wirken und auch die Beleuchtung erheblich plastischer noch wirkt. Nicht zuletzt kommen natürlich auch noch weitere Wagen aus Gran Turismo Sport ins Spiel. Im Trailer sind ja auch viele Wagen der Gruppe 3 zu sehen und die haben wir schon in GT Sport im Einsatz. In Sachen Fahrphysik wird sich Gran Turismo 7 auch ziemlich sicher an GT Sport orientieren. Das bedeutet, wir haben eine realistische Simulation, aber nicht eine knallhart realistische Simulation. Denn Gran Turismo, das ist eine Serie, die recht einsteigerfreundlich ist und auch relativ viele Fahrhilfen bietet, damit man eben auch als Einsteiger ins Racing einsteigen kann entsprechend. Aber auch, es hat genug Anspruch für Profis, die sich um die letzten Zehntelsekunden duellieren. Nicht zuletzt wird es natürlich auch wieder ganz sicher den typischen Lenkrad-Support geben. Das heißt, ich behaupte einfach schon mal, dass die ganzen Lenkräder, die in GT Sport supported werden, genauso in GT 7 supported werden. Dasselbe gilt übrigens auch für die Bildschirmanzeigen, denn im Trailer ist schon zu sehen, dass die Bildschirmanzeigen identisch sind zu GT Sport. Das heißt, da haben wir ein ähnliches Handling, vielleicht auch von der Bedienung her im Cockpit. Beim Cockpit bleiben wir gleich. Wir haben super, super detaillierte Cockpits. Die werden ja auch sehr schön präsentiert bereits im Trailer. Da stimmt auch alles bis zum letzten Schalter im Cockpit. Außerdem kurz zu sehen ist auch eine dynamischere Cockpit-Sicht, wo man ein bisschen in die Kurve hineinblickt und wo sich der Kopf des Fahrers ein wenig in die Kurve mit hinein neigt. Das gibt es bereits schon in anderen Rennspielen. Vielleicht kommt das in Gran Turismo 7 auch als neue Cockpit-Sicht hinzu. Weiter geht's zu den Strecken. Im Trailer zu sehen sind Rennen auf drei Kontinenten, nämlich in Amerika, Europa und Asien.
Und wiederum werden Rennen auf realen und fiktiven Rennstrecken stattfinden, genauso wie schon in den Vorgängern. Wir sehen das in einem Menüpunkt im Trailer. Da sehen wir beispielsweise bestätigt als Strecken bereits Northern Isle Speedway, Blue Moon Bay, Willow Springs und neuerdings auch den Daytona International Speedway. Der war allerdings eigentlich schon in Gran Turismo 6 dabei. Und die anderen genannten Rennstrecken, die gab es ja auch schon in GT Sport. Und jetzt die Frage, kommen auch die Klassiker, beispielsweise wie Deep Forest, Grand Valley oder der High Speed Ring ins Spiel? Ich hoffe es und man kann es sich nur wünschen, da ja eben Trial Mountain es wie endlich seinen Weg wieder zurückgefunden hat. Ebenso wünschenswert ist natürlich auch die Rückkehr von Stadtkursen wie beispielsweise Seattle, Monaco oder auch New York. Wir sehen auch in diesem GT World Menü eine große Karte mit roten Punkten darauf. Und da wird schon bereits von Fans diskutiert, welche Rennstrecken das sein werden. Man vermutet unter anderem Laguna Seca, Interlagos, Goodwood, Brands Hatch, Sardinia, Le Mans, Nürburgring, Spa, Red Bull Ring, Barcelona, Dragon Trail, Lago Maggiore, Monza. Alles Strecken, die wir schon aus GT Sport kennen. Und jetzt kommt's eben, es gibt endlich die Rückkehr von einer klassischen Strecke, die wir bereits, wie wir bereits im ersten Trailer sehen, nämlich Trial Mountain, das in der Sierra Nevada angesiedelt ist und das zuletzt in Gran Turismo 6 vorgekommen ist. Und genau hier sehen wir auch das allererste Gameplay in Gran Turismo 7 von dem sehr, sehr schicken, schönen Rennkurs. Wir haben sehr viele Streckendetails. Die Strecke befindet sich ja quasi in einem Wald. Wir sehen sehr viele Bäume links und rechts der Strecke. Wir sehen sehr viel Gras und viele Büsche. Es sind auch viele Zuschauer vor Ort. Und wir haben natürlich auch viele markante Elemente der Strecke, die eben vor allen Dingen Kenner freuen wird. Wir haben wiederum diesen Tunnel, der auf eine lange Gerade im dichten Wald führt. Scheinbar ist die Gerade allerdings ein bisschen kürzer geworden, wenn ich das beispielsweise vergleiche mit Gran Turismo 4. Wir haben auch wiederum eine weitläufige Linkskurve danach, eine hügelige Schikane. Wir haben eine relativ enge Zielkurve, die war früher ein bisschen weitläufiger. Und wir haben linker Hand auch noch die Boxengasse. Interessant wird es natürlich auch, wie es in Sachen Multiplayer aussieht. Ich denke, Gran Turismo 7 wird sich da ganz stark an Gran Turismo Sport orientieren, denn wir sehen im Menü bereits den Menüpunkt GT Sport Live und auch den Menüpunkt Multiplayer. Und ich denke, wir werden ganz ähnliche Meisterschaften, vielleicht sogar die identischen Meisterschaften und Daily Races wie in GT Sport dann haben. Im besten Fall sogar mit Crossplay zwischen GT Sport und GT 7. Und damit auch ein Crossplay zwischen PS4 und PS5. Aber da müssen wir erstmal abwarten, denn bisher gibt es noch keine genauen Infos dazu. Sprechen wir mal über die Technik von Gran Turismo 7. Und mal ganz ehrlich, Leute, das ist einfach eine Hammeroptik, die auch endlich mal ein wenig die Möglichkeiten der PS5 ausreizt. Denn bisher gibt es ja echt nur wenige Spiele, vor allen Dingen wenige Rennspiele, die die neue Hardware richtig ausnutzen. Und Gran Turismo 7 könnte genau der Grund sein, sich eine PS5 zuzulegen und natürlich auch als Vorzeigetitel zu gelten. Gran Turismo war ja eigentlich grafisch schon immer sehr, sehr stark. Und es war auch ein Vorzeigespiel für eben die entsprechende PlayStation-Konsole. Bei Gran Turismo 7 erwartet uns aktuelle Technik, das heißt 4K-Auflösung, 60 FPS mit HDR-Farbtiefe. Obendrein gibt es auch Raytracing natürlich, das ist auch schon im Trailer zu sehen. Beispielsweise in der Szene, wo der Porsche ausgepackt wird oder auch in der Szene mit der Box, wo der Wagen hineinfährt. Man sieht den komplett spiegelnden Boden. Nicht zuletzt auch am Fahrerhelm gibt es komplette Spiegelungen. Eine Szene ist auch noch sehr, sehr aufschlussreich oder interessant deswegen, weil es einem das Wettersystem vielleicht zeigt. Wir sehen nämlich im Zeitraffer, wie Wolken über eine Strecke ziehen. Das könnte ein Hinweis sein, dass es zum einen Tageszeiten gibt, eine fortlaufende Tageszeit. Dann vielleicht auch natürlich ein Wettersystem mit Regen vielleicht und natürlich nicht zuletzt auch eventuell Nachtrennen. Es ist bisher leider nur eine Vermutung, es ist aber durchaus möglich. Weiter geht's zu den Möglichkeiten der PS5. Natürlich wird dann der DualSense Controller unterstützt und ich denke natürlich auch die entsprechenden Features des DualSense Controllers. Sei es die adaptiven Trigger, da könnte man beispielsweise eben auch das ABS besser fühlbar machen oder eben auch
das haptische Feedback, um eben Rumble-Effekte beispielsweise an den Curbs noch besser und deutlicher zu machen. Ebenso wird natürlich ganz sicher 3D-Audio unterstützt werden. Das bedeutet, wir haben einen schönen Rundum-Sound und ihr hört auch genau, wo sich welcher Wagen befindet. Nicht zuletzt wird auch PlayStation VR unterstützt werden. Und zwar einfach deswegen, weil Serienmacher Kazunori Yamauchi seit Jahren sein Interesse an VR bekundet hat und er das auch immer als große Challenge sieht, das ins Spiel einzubringen. Und passenderweise hat Sony zuletzt auch noch ein neues PlayStation VR-Headset für die PlayStation 5 bestätigt. Das heißt, das fügt sich ganz gut zusammen und ich bin mir sicher, wir haben Gran Turismo 7 auch mit einem VR-Modus. Es kann gut sein, dass da natürlich nicht das komplette Spiel damit spielbar ist, aber dennoch denke ich, dass einige Teile und hoffentlich wesentliche Teile von, sei es jetzt der Kampagne oder auch online, in VR hoffentlich spielbar sind. Und zusammenfassend können wir schon mal prognostizieren, Gran Turismo 7 wird ganz klar ein überzeugender und vollwertiger Gran Turismo-Teil werden. Er besitzt scheinbar alle Inhalte aus GT Sport, sagen wir jetzt mal die Autos, die Strecken und auch den Online-Modus vor allen Dingen, das ist ja die größte Stärke in GT Sport. Und dazu gibt es einen Karrieremodus, der ja eigentlich gefehlt hat und der auch aussieht wie in Gran Turismo 4 und der auch hoffentlich genauso einen Umfang hat wie in Gran Turismo 4 oder eben Gran Turismo 5 oder 6. Und vielleicht erwartet uns hier wirklich das perfekte Gran Turismo. Allerdings gibt es noch viele Fragezeichen. Beispielsweise, was wir noch nicht gesehen haben, sind Features wie der B-Spec-Modus, wo ihr der Teamchef werdet. Es wurden auch noch keine Rallyes gezeigt oder beispielsweise Driftrennen. Ebenso gab es in alten Teilen auch spezielle Lizenztests mit NASCAR-Wagen, mit sogar mit der WRC. Da ist auch noch fraglich, welche Lizenzen uns da erwarten werden im siebten Teil. Und nicht zuletzt ist dann natürlich die ganz große Frage, was ist mit dem Schadensmodell? Das ist ja so ein bisschen das Problemkind der Gran Turismo-Reihe. Und natürlich die quälendste Frage ist, wann kommt Gran Turismo 7 raus? Aktuell steht der Termin auf 2022. Es gibt noch kein genaues Erscheinungsdatum. Wir hoffen, es bleibt dabei. Und letzten Endes werden hier die Fans natürlich auf die Folter gespannt. Und ich hoffe, die Wartezeit lohnt sich natürlich. Und das, meine lieben Leute, sind jetzt mal die bisherigen Infos zu Gran Turismo 7. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und informativ. Ihr könnt das Ganze hier gerne abonnieren und ein Like da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und gute Fahrt. Wenn ihr mich und diesen Kanal supporten möchtet, dann werdet jetzt gerne Mitglied. Dann seid ihr dabei bei exklusiven Mitglieder-Livestreams, erhaltet vorab Zugriff auf die Pixel-Shows und bekommt viele weitere Vorteile. Klickt dafür einfach unter diesem Video auf den Mitglied-Werden-Button.